So, liebe YouTube-Freunde, was machen wir denn? Ich bin hier im Privatwald, haben wir einen Rundumschwenk und da muss die Lerche da weg. Die da, die ist der Grisser. Ja, da sieht man es. Ist von innen raus. Moment. Also sie ist auch nicht mal ganz gesündigt. Genau, die muss jetzt voll weg. Also sie hängt frei. Im Prinzip wäre es ein Vorhänger, ein extremer Vorhänger, sagen wir mal. Bis halt auf das, dass sie so geschlitzt ist. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die sauber nachbringen. Vor allen Dingen da auch ohne, dass irgendetwas passiert. Weil es könnte sein, beim Feldschnitt, dass die voll aufschlitzt. Weil Halteband ist da nicht mehr arg viel, so wie das momentan aussieht. Und muss mal gucken, ob man die sauber nachbringt. Ohne das, was passiert. Das ist einmal das Wichtigste. Flurschaden ist schon mal zweitrangig. Schlimmster Fall geht sie da oben in die Gabel rein. Aber das stört mir mal relativ jetzt wenig. Muss ich mal gucken. Genau.
So, liebe YouTube-Freunde, ein oder andere ist vielleicht aufgefallen. Ich habe einen sehr kleinen Keilbluss rausgesägt. Ich wollte ihn größer machen. Man hat gesehen, dass da ziemlich Druck drauf war, weil es mir beim unteren Einschneiden vom Fallkorbboden hat man gesehen, schon klemmt. Und ich wollte noch euch, wo der Kehlhus getagt hat, die Kamera holen, zum euch zeigen. Weil ich habe praktisch durch den Kehl, man sieht es jetzt nicht, nein, sehr in der Stamm. Und da habe ich im Prinzip das Hole da hinten gesehen. Und das war mir aber dann geschwind, ich sage jetzt nicht zu heikel, die Fällung zum Unterbrechen, aber mir war es dann wichtiger, an der Fällung weiterzumachen. Ich habe jetzt auch bewusst, wie soll man sagen, auf Splintschnitte oder sonstige Sachen verzichtet. Weil vor allen Dingen, es war für mich wichtig, dass sie runterfällt und nicht aufschlitzt. Und man sieht es hier im Drahtseil, also es ist eine Spannung drauf. Deswegen habe ich jetzt auch da die Seilpresse genommen. Ich gucke mal jetzt, dass die Kamera postiert, da man sieht, geschickt. Dann machen wir mal die Seilpresse auf. Vielleicht sieht man ja, ob irgendwas sich da tut. Sind die Spuren vom Drahtseil. Bei so Sachen, klar, das hätte jetzt keine, ich sage jetzt mal ohne Press, hätte es keine jetzt aufschlitzen bis zu einem gewissen Punkt und dann wäre der gebrochen und wäre einfach unkontrolliert gefallen. Es ist auch ein bisschen Sicherheit vor euch selber. Ja, ich würde es da nochmal ein Prickel wegsägen, dass er frei liegt und dann wäre ich da einer soweit fertig. Genau. Stiel 4,60 Euro, bisschen überdimensioniert gerade für die Arbeit. Und das da, Stammpresse, Modell Anker, was ich da im Einsatz habe. Genau. Also, Jungs und Mädels, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüssi. So, eigentlich habe ich mich gerade verabschiedet. Ich habe ja nur gesagt, ich säge Stickle weg. So ist mein Standplatz. Habe drüber zuerst noch untergesägt, dann habe ich rumgezogen. Man sieht schon. Was der Stamm gerade eben gemacht hat. Hätte ich jetzt persönlich selber nicht mehr gedacht, dass er das tut. Okay. Hätte jetzt können auch sagen, okay, ich lasse die Stammpresse drauf, bis ich es voll abgesägt habe. Aber der hatte wohl schon eine längere Zeit auch eine Spannung, beziehungsweise der Riss ist jetzt weiter fortgesetzt in dem Stamm. Aber da sieht man,
wäre ich jetzt auf der anderen Seite gestanden. Also wie gesagt, ich stehe so. Ich habe bloß das Zeug ausgemacht und auf die Seite gestellt. Jetzt sollte er vielleicht weiterlaufen lassen. Wäre ich jetzt auf der anderen Seite gestanden. Jetzt laufen wir mal ein bisschen nach. Hätte können sein, dass ich den Stamm an die Füße dran habe. Also, man sieht, Sturmholz oder so angeschobene Bäume oder wenn sie noch Riss sind, das ist eine Sache, was nicht zum Unterschätzen ist. Ja, ich denke, das muss ich jetzt trotzdem eigentlich noch geschwind zeigen. Man sieht jetzt auch, da rennt er schön auf im Riss. Also, du gesündest ist nicht mehr, definitiv. Genau. So, ich mache weiter, dass ich zur nächsten Baustelle komme. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch was. Jungs und Mädels, tschüssi.